Hallo, wir sind das Team Get Grades und unsere Aufgabe ist es, die schleppende Digitalisierung oder die eher stagnierende Digitalisierung in den deutschen Schulen zu einen gewissen Start zu geben. Und damit, um das zu machen, wollten wir allen Schülern die Möglichkeit geben, ihre Noten sich anzugucken. Und ich glaube, dieses Thema kennt fast jeder, weil wir kommen aus ganz vielen verschiedenen Bundesländern. Und dazu wird euch Timo jetzt was erzählen. Jeder Schüler kennt sicherlich die Situation. Es ist das Ende des Jahres. Die Notenausgabe steht kurz bevor und man möchte seine Noten wissen. Dann hat man schon die Berechnungsformel für die Note, für die Endnote rausgesucht. Man hat schon ganz aufgeregt den Taschenrechner rausgeholt, nur um dann sich daran zu erinnern, oh, ich kenne ja gar nicht mehr meine Noten. Und deswegen haben wir uns daran gemacht, wie auch schon der Julian erzählt hat, einen freien webbasierten Notenmanager zu entwickeln, der es Lehrern ermöglicht, die Noten ihrer Schüler zu verwalten und der Schülern ermöglicht, ihre Noten einzusehen. Und weiteres erzählt euch jetzt der Leo. Ja, wir haben eine Webanwendung gemacht, die auch auf Handys funktioniert. Und da geben die ganzen Lehrer ihre Noten für die Schüler ein. Ja, man kann sich als Admin einloggen. Und ja, das zeigt euch der Malte jetzt mal. So, genau. Dann sieht man erstmal alle Nutzer, die es gibt. Und man kann auch neue Nutzer anlegen als Administrator der Schule. Das ist zum Beispiel der stellvertretende Schulleiter oder ähnliche wichtige Personen. Ja, wir legen jetzt einen Schüler an mit der E-Mail-Adresse, Name, Passwort und dem Üblichen. Ja, unsere Website haben wir in Angular gebaut. Das ist ein Framework von Google, womit man sehr schön leicht größere Webseiten bauen kann. Und ja, so. Jetzt melden wir uns erstmal als der Schüler an, weil wir wollen auch mal sehen, wie die Ansicht von einem Schüler ist. Und hier können wir sehen unsere ganzen Fächer, die wir haben, und wir können uns auch die Noten von den einzelnen Fächern zeigen, die die Lehrer uns gemacht haben. Genau, hier sehen wir ein Beispiel von Mathe. Wir sind leider nicht so besonders gut gewesen, aber man kann auch über verschiedene Fächer verteilt die Statistiken uns ansehen. Wir haben jetzt einen sehr schönen Graphen. Wir waren in Englisch mal teilweise ganz schlecht. Und es ist ganz egal, ob im Abi-Punktenverfahren oder in den 1-6-Verfahren, egal wie die Noten angegeben werden, sie werden halt angezeigt. Und man kann auch einzelne Fächer ausblenden. Und dann sieht man nur einzelne Graphen. Jetzt kann man kann auch alle ausblenden, dann sieht man halt nichts, aber ist ja auch nicht so wichtig. Ein schöner leerer Graph, immer schön. Und genau. Ja. Und der Colin wird euch noch etwas über den Hintergrundserver erzählen. Ja, ich erzähle euch ein bisschen was über das Backend, also das, was alles so im Hintergrund passiert. Da gibt es gar nicht mal so viel zu erzählen. Also wir haben das Ganze gelöst und haben unseren eigenen HTTP-Server geschrieben, und zwar in Java. Der kommt nämlich super mit den JSON-Abfragen klar, die dann eben an das Frontend gesendet werden. Und somit hat uns das echt geholfen, eben einfach eine reine JSON-Abfrage zu schicken und auch wieder, dass der Leo die dann bekommen hat und korrekt darstellen konnte. Das klappt auch zurzeit sehr flüssig, hoffen wir, dass es auch so bleibt. Ja, genau, und unser Backend verbindet sich dann eben mit einer Datenbank, mit einer MySQL-Datenbank, liest dann da alle Daten ein oder liest sie auch wieder aus und schickt die dann eben per JSON zurück. Ja, das war's. Alles klar.